Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu den Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ja, ihr Lieben, der Monat geht gut für euch los. Viele, viele Planeten stehen in Harmonie zur Stiersonne. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, weil ja der Mars zusammen mit dem Jupiter zurzeit bei euch im Partnerhaus steht. Und das kann auch Reibereien in der Partnerschaft anzeigen. Und vor allen Dingen mit Jupiter dabei kann es auch bedeuten, dass man so ein bisschen zum Rechthaberischen neigt. Also deswegen lieber auf Kuschelkurs gehen, auf Schmusekurs gehen mit dem Partner oder wenn Auseinandersetzungen, dann vielleicht wichtige Themen, die man mal klären wollte. Aber auf jeden Fall nicht mit dem Mars im Skorpion rumsticheln oder so, okay? Aber trotzdem habt ihr einen sehr guten Monat mit einigen sehr, sehr schönen Top-Tagen. Und der erste Top-Tag, den ich rausgesucht habe, ist Freitag, der 5. und dann auch gleich noch Samstag, der 6. Januar. Da steht nämlich der Mond sehr schön hier bei euch im 5. Sonnenhaus der Kreativität und auch der Erotik und Sinnlichkeit und verbindet sich da eben mit dem Mars und dem Jupiter bei euch im Partnerhaus und außerdem auch noch harmonisch mit der Venus. Und das ist ja für euch sehr wichtig als Stiere. Deswegen sind das Tage, wo ihr halt super mit eurem Partner auf Schmusekurs gehen könnt. Und falls es zu einem Konflikt gekommen sein sollte, wäre das eben die Gelegenheit, um sich dann vielleicht mal kuschelig Zeit zu zweit zu nehmen und das wieder auszuräumen, die Probleme. Wenn ihr Solo seid und auf der Suche seid, ist es auch eine tolle Zeit, um jemanden zu treffen oder überhaupt um interessante Begegnungen zu haben. Und da ist natürlich Mars Jupiter auch der knackige, interessante Verehrer. Und weil es im Skorpion ist, vielleicht auch ein schüchterner Verehrer, aber da habt ihr dann vielleicht auch Lust, auf denjenigen zuzugehen. Und außerdem aktiviert der Mond eben hier auch alle Planeten im Steinbock, die ja günstig zur Stiersonne stehen. Das heißt, euer großes Thema der Manifestation ist da auch nochmal angesprochen. Also 5. und 6. Die haben mir eben sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich noch einen Top-Tag für euch am 10. Januar. Da steht dann der Mond für euch im Partnerhaus. Gilt nochmal ähnlich. Es ist auch nochmal eine gute Gelegenheit, um mit dem Herz allerliebsten vielleicht schönen Sex zu haben, schöne Erotik zu haben. Und es ist auch gut für alle, die Lust auf freundschaftliche Kontakte haben, weil der Mond dann auch nochmal den Bereich der Freundschaft aktiviert und weiterhin gut für alle eure Liebespläne. Und dann haben wir aber noch zwei Top-Tage, und zwar am 20. und am 21. Da ist zwar die Venus schon in den Wassermann gegangen, bildet dann einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne, aber der Mond steht dann halt sehr schön. Er verbindet sich hier mit Neptun bei euch im Haus der Freundschaft und bildet auch nochmal gute Aspekte hier zu Mars und Jupiter bei euch im Patenhaus, also weiterhin gut. Ist übrigens auch toll, wenn ihr mit eurem Liebsten und gemeinsamen Freunden was zusammen unternehmen wollt, weil es ja auch ein Wochenende ist. Vielleicht werdet ihr ja auch eingeladen, vielleicht auch von einem Wassermann sogar. Dann solltet ihr da auch auf jeden Fall hingehen. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!